Ja, Leute, was geht? Es geht weiter mit Let's Play The Last of Us Part 1. Hier auf dem PC, ich wollte gerade Part 2 sagen, aber nicht Part 1. Part 2 sagen wir auf PC. Hoffentlich, aber ich schätze, es wird bald kommen. Ich könnte mir doch vorstellen, dass es halt Ende diesen Jahres auf PC kommt. Part 2. Also zum Weihnachtsgeschäft. Also ich schätze mal, da wird bestimmt noch mal das erwarten. Und dann werden wir jetzt auch noch mal zocken. Also Part 2 würde ich natürlich auch noch mal auf den PC bringen. Einfach weil ich jetzt auch The Last of Us 1 und das DLC bringe ich dann ja auch auf den PC. Na bitte. Da finde ich es dann einfach nur vernünftig, den Teil dann auch auf PC zu bringen, weil sonst würde ich es ein bisschen weird finden. Und das dann, den einen Teil lasse ich dann aus. Das ist ja, glaube ich, ein bisschen komisch. Behaupte ich jetzt einfach mal. So. Ja. Also wenn The Last of Us 2 kommt, da die auch noch Bock auf PC zu zocken, weiß ich wieso eh noch mal ganz genau durchzocken, weil habe ich ja nichts mehr von Erinnerung. Außer einer einzigen Szene habe ich natürlich keine Ahnung mehr von dem Spiel. Federal Disaster Response Agency, Destinationszentrum, ah? Genau. Ja, lass uns mal gehen. Oh Ellie, was hast du denn da? Mann, das war wohl das Ende dieser Zone. Ja, in jedem Kampf gibt es Verlierer. Und wenn sie Familie haben? Jeder hat eine Familie. Denk nicht darüber nach. Wie soll das gehen? Alter. Hey, hilf mir hoch. Jupp. Hier, komm her, Ellie. Okay. Na bitte. Sehr gut gemacht. Aber wir sind echt schnell. Mitspielen, muss ich echt sagen. Und was da? Oh. Da ist schon die Brücke. Gucken, ob ich die heute noch erreiche. Ich bin immer überrascht, ne? Ich weiß nicht, wie schnell wir sind. Also. Ah, Teil 2 Wolfsdämmerung. Da ist noch eins. Was denn? Den Film oder was? Den kannst du nicht gucken. Die Poster sind überall. Ich hab den gesehen, kurz vor dem Ausbruch. Ach ja? Schlitzt er sie am Ende komplett auf? Niemand wird aufgeschlitzt. Das ist ein Teenie-Film. Wer hat dich da reingeschleppt? Keine Ahnung. Bleiben wir wachsam, okay? Okay. Wird da jemand aufgeschlitzt? Geil. Ja, es war so. Also im Film, ja, werden da Leute aufgeschlitzt, dann ist das nicht mein Film. Ah. Ja, ich glaube, ja, ich glaube, Fallout war das so ein. Durch die Gasse. Klingt damit wieder an, ich war. Der verdammte Truck. Das ist ein Fallout nicht passiert. Bleib nur in Deckung. Nein. Bacon? Tja, 24. Hab eine kaputt. Woher hast du 24 Dosen Bacon? Militärspind im Hotel, von damals. Ruben und ich sind drauf gestoßen und haben alles geteilt. Das Zeug ist okay. Dann machst du mehr. Warum? Wohl, ich will was. Wow! Verdammt, womit schießen die da auf uns? Das ist eine Art Schutzturm. Bleib unten! Das ist ein Kul- Also du hast ihn abgeschossen.
Okay, wenn die 14-Jährige mehr schießt als ich, ey. Geil. Ich glaube, ich sollte mein Gaming, ich sollte auf mit Game. Oh, ins Bein. Oh, das tut weh, Oberschenkel. Scheiße. Wo ist der Wagen? Der will von da schießen, oder? Ich hab keine Ahnung, wo muss ich denn hin? Oh nee, oder? Ich muss nicht auf die andere Seite, oder? Ach du Scheiße. Ja, fahr gleich vor mich vor. Wo ist der? Bin ich getroffen? Geil. Oh Gott, ja, okay. Ah, die Fresse, du siehst. Ich wusste, dieses ist ein Sensenmann. Ja, ja, sehr gut. Der schießt von überall gefühlt. Aus, raus, raus. Lauf! Ja. Sehr gut. Scheiße. Ich hab richtig, ja, ne? Ich kann jetzt hier langlaufen. Ab nach oben. Nach oben ist gut. Ich glaube, nach oben, da kann man ins Feld fangen. Oder? Und nach oben kommt er ja nicht. Scheiße. Alter Schwert, dass der mich nicht getroffen hat. Das ist ein wahres Wunder. Alter Schwede. Der hat mich nicht einmal, also er hat mich nicht getroffen, glaube ich. Ne, er hat mich nicht getroffen. Nur einmal wurde ich getroffen von dem einen Typen da. Verpiss dich! Na gut, sehr gut. Okay, vorerst sind wir ihn los. Ich glaube, sie sind weg. Danke, ich muss ihn sich nochmal wiederholen, ne? Das hat mir gereicht. Also. Ja.
brauche ich mal ein neues Messerchen. Wieso ist es auch nur zweimal benutzt? Das ist ja unlogisch. Wieso ist das jetzt wieder zweimal? Müsste doch eigentlich komplett, wenn ich ein neues Messer baue, müsste es doch eigentlich komplett heilen, sein, oder nicht? Keine Ahnung. Bisschen unlogisch, aber gut, egal. Dann nochmal Pillen. Und hier ist das nächste Fenster. Gela? Oh, okay. Oh Gott, da muss ich noch. Ja, genau. Sie sehen uns nicht. In Ruhe. Oh oh. Ganz ruhig. Jetzt nicht schießen. Ist okay. Das sind nicht die Bösen. Nimm sie runter. Mann, schlägst du hart zu. Ich wollte dich ja auch erledigen. Oh. Ja, ich dachte auch, du gehörst zu denen. Dann habe ich dich gesehen. Falls es nicht wisst, bei denen sind nie Kinder. Nur die Stärksten überleben, du weißt schon. Du blutest. Ach, das ist nichts. Ich bin Henry. Das ist Sam. Die Kleine sagt, dein Name ist Joel? Ellie. Wie viele Leute seid ihr? Die sind alle tot. Hey, das wissen wir nicht. Wir waren zu mehreren. Jemand hatte die tolle Idee, in die Stadt zu gehen. Vorräte suchen. Die Wichser haben uns überfallen. Haben uns gejagt. Jetzt versuchen wir nur noch hier rauszukommen. Zusammen können wir das schaffen. Ellie. Je mehr, desto besser und so. Sie hat recht. Das könnte was werden. Wir haben ein Versteck ganz in der Nähe. Besser, wir reden dort weiter. Okay, bring uns hin. Kommt mir nach. Okay. Vorhin. Macht nichts, ich hätte wohl das Gleiche getan. Wo kommt ihr her? Wir kommen aus Hartford. Ehrlich? Da unten soll es ja total übel sein. Ja, das Militär ist da abgezogen. Wir mussten weg. Dann sieht es jetzt vermutlich wie hier aus. Jetzt haben wir zwei neue Überlebende, ja, bei uns. Das war doch nicht schlecht, ne? Wie man wie mehr ist, so besser. Gilt zwar nicht immer, aber ich glaube, weil hier... Was ist das denn? Kapitel 8 von was denn? Verbesserter Radius und Brandbomben. Okay. Bei Einkonstruktion muss auf die Konstruktion geachtet werden. Mal im Fall die Detonation zu gewährleisten. Cool. Boah. Brandbomben haben wir. Also sind diese Explosivdinger, ne? Also Explosivradius, ja. Ja, nutze ich ja nicht so oft. Und als ich sie eben nutzen wollte, ist es in die Luft gegangen. Und da wollte ich ihn eigentlich ja wegspringen. Wir müssen aufpassen. Direkt nebenan stehen sie immer Wache. Okay. Und du hast nur deine Tochter? Wir sind nicht verwandt. Wir sind der, Ellie. Ich habe versprochen, mich um sie zu kümmern. Ja. Das ist sehr ehrenhaft. Ja. Hättest du es auch dabei belassen können. Lol. Oh, gut. Wo habe ich hier ein Messerchen? Okay. Okay. Oh, na, nice. So, sehr schön. Hier, wäre einer der Comics. Hier ist noch einer von diesen Comics.
Okay. Buch 10, Tiefphase. Bis jetzt hat denn Danielas Phasenverschiebungsgerät, die von Neumann und ihrer Mannschaft vor dem Sensornetzwerk der Reise verborgen. Aber während sie jeder Nullpunkt-Sprung noch tiefer in das riesige interstellare Imperium bringt, schwingen die Hoffnungen auf eine Rückreise. In 3 Tagen haben sie ein Viertel des galaktischen Radius zurückgelegt und in 2 weiteren werden sie die Heimatwelt der Reisenden erreichen, wenn alles glatt läuft. Okay. Cool. Als ich es zum ersten Mal durchgespielt habe, ne? Also mein allererstes Mal auf der PS3 damals, da hatte ich tatsächlich nie Messer. Kann ich nachladen? Okay. Geil, danke, das Spiel blockiert das Nachladen, warum auch immer. Achso, weil ich jetzt im friedlichen Modus bin oder wie? Ja, also hier kann ich nachladen, hä? Bitte was? Da, nee. Okay. Man kann in dem Raum nicht nachladen. Das ergibt Sinn. Im späteren Leben. Ja. Na gut. Ist ja nicht voll schlimm. Pop-Up-Toys. Aber es ist auch sehr schön zu sehen, es funktioniert bei mehr Leuten, das Spiel. Halt, halt! Seid mal auf Reise. Jetzt duckt euch doch! Weg von dem Fenster! Ja, wie lange braucht ihr? Oh, gut. Sie hauen ab. Mann, der verdammte Truck. Er verfolgt uns schon seit wir in dieser verdammten... Sam, was machst du da? Gar nichts. Los, weg damit. Mein Rucksack ist praktisch ganz leer. Was ist die Regel für dieses Zeug? Er wiegt fast nichts. Die Regel. Sag sie mir. Wir nehmen nur, was wir brauchen. Genau. Jetzt komm. Wie weit ist es noch? Nicht weit. Nicht mal weit. Na Ellie, was willst du damit? Denn Ellie? Genau. Wenn man nämlich kurz wegguckt, dann schnappt sie sich den Roboter. Ist ein ganz süßes Detail. Aber ich finde auch, bevor wir jetzt hier mit den weiterflüchten, mit den dreien hier, werden wir noch ein kleines Folgenposten einlegen und beim nächsten Mal machen wir weiter. Ich danke fürs Zuschauen, ich hoffe, euch hat es gefallen. Bis zur nächsten Folge, da sehen wir uns dann wieder und gucken mal, wie es weitergeht. Haut rein, bis dann, Piracy. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao, bis dann, tschüss.